kaufen nichts. Sie kennen ja fast alles. Und ich habe schon halb wieder vergessen. Danke, Maria. Und du? Ja. Meine glückliche Familie. Maria Berber. Schlag mal auf. Erste Seite. Eine Widmung. Meinem Leben, meiner Liebe, meinem Mann. Ja, guten Tag, hier ist Peter Mühlbauer. Ja, Illusion im Dämmerlicht, Morgenröte, verwehte Spuren, Abschied, leere Worte nur. Wunderbar. Mark? Von Brandau, ich habe ein Date mit Herrn Wolfgruber. Würden Sie mich bitte anmelden? Tut mir leid, Herr Wolfgruber ist nicht im Haus. Kein Problem, ich warte. Haben Sie vielleicht Feuer? Nichtraucher. Brav. Sie gewinnen 3 Jahre. Statistisch gesehen. 78 statt 75. Feine Aussichten, nicht wahr? Was machen Sie denn da? Ich möchte entschuldigen, Sabine. Ich bin jetzt gerade beim Wischen zu sehen, an den Dings, an den Knopf gekommen. Und auf einmal ist losgegangen, da hat es Papier gespuckt. Gerade wie ein Wasserfall. Ich habe viel am Hals, Erna. Schalten Sie heute einmal auf Intercity-Tempo. Ja. Los, nur 3 Minuten mit dem Staubsauger, Herr Bieler, ja? Versprechen war Melancholie in Fieber. Auf Produktspionage steht bei uns die Blendung mit der heißen Nadel. Staunen auch verboten? Sind Madame auch vom Fach? Mhm.
Erinnert mich ein bisschen an die Möckelburg-Linie, ganz entfernt. Naja, den werden Sie gar nicht kennen. Meine Teuerste, ich weiß, es ist unverzeihlich, aber ich wage es trotzdem, Sie um Verzeihung zu bitten. Oh, ich danke. Marlene von Brandau, eine Zierde unserer Zunft, Alexandra Behringer. Tja, keine Rose ohne Daumen. Startauflage zunächst einmal 30.000. Aber beim Lesehunger Ihrer Familie reduziert sich das um unzählige Freiexemplare. Ach, das ist alles nur Dekoration. Wir kaufen die Bücher nach Metern und sortieren sie nach den Farben der Einbände. So, da gleich rechts um die Ecke. Vielen Dank. Sie, Herr Doktor? Ja, bitte? Sie verstehen doch was von der Kunst, ne? Also vom Schreiben, meine ich. Ja, darüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Sie, ich hätte da was für Sie. Ein ganz junger Dichter, aber so begabt wie soll ich sagen, ein Genie ist er halt, der Herr Bede. So, und Sie sind seine Agentin? Was, ich? Eine Spionin, na, in meinem ganzen Leben habe ich nur nichts verraten. Wie kommst du denn jetzt bloß dort drauf? Ich soll das also lesen und gut finden. Naja, drucken sollen sie sein. Ach, Gedichte. Ja. Ja, sowas verkauft sich ja wie warme Semmel. Also ich werfe einen Blick hinein. Einen ganz langen natürlich. Und dann melde ich mich. Einverstanden? Ja, danke. Der Entwurf ist fertig. Du wolltest doch mal einen Blick drauf werfen. Marlene wird für uns eine kleine Zwischenkollektion entwerfen. Ich wette, Alex ist schon ganz wild darauf, Ihnen etwas abzugucken. Sehr Talent? Ja, ja, ich habe schon gesehen. Sie lässt sich sehr gekonnt inspirieren. Ich hatte einen guten Lehrmeister. Unter das Niveau möchte ich eigentlich nicht mehr treten. Alex, ich muss dich leider für ein paar Tage zu Biggie und Susi platzieren. Marlene braucht Licht, Luft. Wie gut, dass ich mit Muff und Neon auskomme. War's das? Wolfi, ein Diplomat sind Sie nicht gerade. Soll was von mir drin stehen? Der böse Wolf und seine Hoppelhäschen. Oder Jungunternehmer in den Wechseljahren, hm? Ist was? Du bist schon den ganzen Abend so kratzbürstig. Marlene? Eifersüchtig. Gekränkt. Glaubst du vielleicht, ich lasse mir das gefallen, dass du mir diese arrogante Schnalle vor die Nase ballerst? Arrogant? Ich würde sagen, Marlene kommt eben aus dem Profilager. Ich hatte einen Mordsdusel, dass sie gerade 2 Monate frei war. Was soll denn das heißen? Ich bin doch das ganze Jahr für dich frei. Bis jetzt war ich immer noch gut genug, deinen Langweilern im Betrieb zu zeigen, wo es lang geht. Nun mach mal eine weiche Landung, Mädchen. Du arbeitest bei mir als Edel-Azubi, also sei froh, wenn du von einem Dreck noch was dazulernen kannst. Da pfeife ich drauf! Das ist doch eine ganz linke Tour aus reiner Rache, weil ich mich wehren kann und weil ich es wage, dir endlich mal die Meinung ins Gesicht zu sagen. Im Meckern bist du große Klasse. Aber vielleicht hast du recht. Wahrscheinlich brauche ich zur Abwechslung mal jemanden um mich, der seine Profilneurosen bereits abgelegt hat. Das wirst du noch bereuen.
sehr. Na? Schon ausgelesen? Und, wie findest du es? Zu offen, zu persönlich? Aber man muss heute so authentisch schreiben, wenn man den Leser überhaupt erreichen will, weißt du? Authentisch. Offen, ohne Tabus. Wenn ich diese 0815-Texte schon höre, ist doch nur der Persilschein für jede Art von Geschmacklosigkeit. Geschmacklosigkeit? Sag mal, was kannst du mir denn vorwerfen? Habe ich vielleicht gelogen oder was? Habe ich Tatsachen verdreht? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Ach Maria, darum geht's doch gar nicht. Du hast uns schamlos ausgebeutet, verwurstet. Wir werden in jeder Zeile zum Begaffen freigegeben, zum Auslachen. Sag mal, bist du beleidigt, weil ich dich nicht um Rat gefragt habe bei jedem Satz? Oder bist du sauer, weil ich dich manchmal zu genau beschrieben habe? Es ist schön, wenigstens in einem Vierteljahrhundert mal zu erfahren, wie du mich wirklich siehst. Ich darf hier ja als Kuriositätenfundgrube herhalten. Dein Ehemann als einziger Quell der pikanten Anekdote zieht dem Bayern die Lederhose aus und den Slip gleich dazu. Sag mal, wie redest du denn? Ich brauche hier nur durchblättern. Hier. Die Untreue des Mannes und die Geduld der Ehefrau. Da gibt's keine untreuen Frauen, oder? Oder soll das eine späte Rache für die Geschichte mit Ulla sein? Aber es kommt ja noch viel schlimmer. Hier, die Impotenz der späten Jahre und wie Frauen helfen können. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich diesbezüglich jemals Probleme gehabt hätte. Aber gegen deine Migräne der frühen Jahre, da war sogar Aspirin machtlos. Oder hier, Spielarten männlicher Feigheit. Oder Eitelkeit, wenn Männer zu gut riechen. Also jeder Purz wird hier noch auf seine tiefere Bedeutung ausgehorcht. Dein Exhibitionismus stinkt zum Himmel. Ich habe niemanden verletzen wollen. Am wenigsten die, die mir das Liebste sind. Du bist unfair. Du verdrehst alles. Weil du einfach nichts, aber auch gar nichts dagegen setzen kannst. Eines kann ich jedenfalls dagegen setzen. Dass diese Widmung der größte Hohn ist. Erst ein Tritt in die Weichteile und dann eine Wärmeflasche aufs Gemüt. Meinem Leben, meiner Liebe, meinem Mann. Da willst du mich denn verarschen? Eins ist jedenfalls sicher, Maria. Wenn dieses Buch erscheint, dann sind wir geschiedene Leute. Ist das klar? Ich mach. Ich weck sie halt auf, Herr Behringer. Haben Sie was getrunken heute Nacht? Nein. Ich kann ja mal ins Rohr pusten. Ach. Oh. Ja, was ist denn, Erna? Was schaust du? Haben Sie noch nie einen ungeschminkten Nacharbeiter gesehen? Nacharbeiter, sagt er. Wie es leiden Christi, schaut er aus. Verhältnisse sind es doch, Herrin. Die reinste Zigeunerwirtschaft. Hm.
Schon fertig? Hab noch eine Menge zu tun heute. Morgen, mein Schatz. Morgen. Kaffee ist noch warm. Ist irgendwas? Nein. Wieso? Einladung zu Dr. Müllers 60. Ich glaube, wir sagen ab. Es wird auch besser sein. Wie konnten Sie mir das nur antun? Das ist einfach eine Riesenschweinerei! Was? Es reicht Ihnen wohl nicht, in meinen Texten rumzuschnüffeln. Nein, Sie mussten sie auch noch weitergeben an diesen Herrn Dr. Michel! Aber ich hab's doch bloß gut gemeint, Herr Bede. Gut gemeint? Bloßgestellt haben Sie mich! Zum Gespött haben Sie mich gemacht! Friseurslyrik hat er es genannt. Etüden für den Hausgebrauch. Singen. Singen könnte man meine Lyrik vielleicht. So eine bodenlose Gemeinheit. Nix versteht er von der Kunst. Rein gar nichts, dieser saubere Herr Doktor. Aber ich werde es wieder gut machen, Herr Bede. Ganz bestimmt. Ich schwör's. Nichts werden Sie. Sie. Ihre gute Tat reicht. Für ganz, ganz lange. Verstanden? Ja. Ja. Oh. Ja, gefällt mir doch. Variabel, trotzdem unverwechselbar im Stil. Feine Eleganz, natürlich ohne Mätzchen. Auch die Details, sehr gekonnt. Kompliment. Vielen Dank. Arbeiten Sie denn nicht mehr für Herrn Wolf Gruber? Doch, doch. Aber ich bin frei in der Wahl meiner Abnehmer. Ich möchte mir nämlich Neuland erschließen. Ah ja. Und Herr Wolfgruber akzeptiert das? Natürlich. Jede neue Erfahrung kommt doch auch ihm zugute. Der Konkurrenz aber nicht minder. Naja, mir soll es recht sein. Wenn Sie mal eben rumkommen würden, könnten Sie mir denn vielleicht in der Art nochmal drei Entwürfe machen? Die können auch ruhig ein bisschen frecher sein. Kein Problem, Herr Schmiedinger. Gut. Dann schießen Sie mal los. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Behringer. Und vielen Dank. Ich bin dir echt dankbar, dass du gleich angerufen hast. Weißt du, ich war einfach neugierig, was dahinter steckt. Übrigens, hundsbegabt. Meine Schule. Heinrich Wolf Gruber. Dein Täubchen wird Flücke. Pass bloß auf. Ja. Halb so wild. Weißt du, wir hatten ein bisschen Zoff und ja, sie dachte wohl, Rache ist süß. Aber Bescheid wissen ist besser. Ja.
auch nicht mehr hergehen. Und was, na, ab die Damen werden schon noch kommen. Quatsch. Da sitzt dieser Wolfi. Das ist der Herzbube deiner Tochter. Herz Kasper, passt besser. Ja, du, ich habe jetzt versprochen, dass ich sie fest unter Vertrag nehmen werde. Dann lass sie doch weiter für dich arbeiten. Kauf ihr alles ab. Und ich kauf's dir dann wieder ab. Strommänner kosten aber Provision, mein Lieber. Im Ernst, was hast du denn vor? Ich weiß es selbst nicht. Weißt du, bei diesen vielen kleinen Buschfeuerchen, die ich überall habe, brauche ich ein Hintertürchen. Was willst du? Schwächliche Machos sind heutzutage in. Du wirst eine Menge Fanpost kriegen. Kannst du vielleicht einmal auf deinen Zynismus verzichten? Mir geht's wirklich beschissen. Ich weiß, dass du ängstlich bist und verschämt. Dass dich alles aus den Pantinen kippen lässt. Dass deine kleine, heile Welt unter das Mikroskop zerrt, wo man dann nämlich die kleinen, feinen Haarrisse entdeckt. Sie hatte kein Recht, eheliche Intimitäten auszuplaudern. Ach. Maria hatte eine Chance, hat die Gunst der Stunde genutzt und den Trend bedient. Er fragt sich nur, auf wessen Kosten. Vielleicht ist sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber diese Psychosuppen müssen heutzutage scharf gewürzt werden, sonst bleiben sie Ladenhüter. Dabei kann man ja über Leichen gehen, und wenn es die eigene Familie ist. Jetzt übertreib doch nicht. Außerdem, was soll ich sagen? Carla posiert seit Wochen völlig ungeniert mit so einem ondulierten Metzgerhund herum, dessen unartikuliertes Gekläff von manchen Leuten für Musik gehalten wird. Das ist doch ganz was anderes. Sicherlich. Es ist schlimmer. Die Klatschspalten sind voll davon. Und dann diese Fotos von jeder zweiten Hinterhofparty. Die Liberalen schreiben, der neue Mann an ihrer Seite, und die Chauvis von der Konkurrenz vermelden, die neue Frau an seiner Seite. Außerdem, was meinst du, was die lieben Kollegen im Büro den lieben langen Tag hinter meinem Rücken tuschen? Der alte Mann und sein Geweih? Du hast es begriffen. Na, endlich. Klaus, bring uns noch zwei frische, bitte. Und kleines Schnäppchen. Überredet. Bricht der Fleiß bei dir jetzt nach Feierabend aus? Schön. Gefällt mir. Tja, Konkurrenz belebt die grauen Zellen. Wer mich unterschätzt, den bestraft mein Talent. Ein guter Spruch. Kann aber böse enden. Was wird denn das? Strandkostüm oder dein Hochzeitskleid? Sowas Ähnliches. Sag mal, kannst du mir ein paar Tage Urlaub geben? Reicht die Sonnenbank nicht mehr? Kreativität ist angesagt und nicht Kosmetik. Weißt du, ich habe gerade so eine starke Phase und ein paar konzentrierte Tage, das wär's jetzt. Und wenn es deiner Schöpferkraft dient und mir deine Dankbarkeit sichert? Hm? Dank, immer nur Dank. Grund, guter Mann. Fehler im Programm. Diese Sehnsucht nach Gefühlen weiß nicht, woher sie kam. Error, Error, vor Schmerz verrückt, vor Liebe toll, nur Bitterkeit. Printer out of paper, kein Liebesbrief. Cannot copy viele, die Geister, die ich rief. Error, muss man doch was unternehmen.
Was führt Sie in meine bescheidenen Gemächer? Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Mich hält halt niemand auf. Grüß Gott, Frau Königstein. Mein Gott, schön haben Sie es da. Alles so edel halt und so sauber und so tipptopp. Danke. Wir machen täglich sauber. Was kann ich für Sie tun? Ja, wissen Sie, Frau Königstein, also das ist so, Sie kennen doch den Herrn Beder, nicht? Also den Herrn Mühlbauer, ne? Im Herrn Behringer, seine rechte Hand. Das ist nämlich ein Dichter. Und ein ganz Begabter, wenn Sie mich fragen. Ne? Und es ist halt so, wie soll ich sagen, so ein moderner Dichter eben, ne? Naja, mit dem Computer hat es halt. Gott, wie süß, ja, ein Hightech-Poet. Und Sie kommen mich jetzt zu einer Dichterlesung einladen? Na, Frau Königstein, aber Sie haben doch so eine Zeitung, ne? Könnten Sie da nicht vielleicht einmal ein oder zwei von den Gedichten abdrucken? Sie, also für den muss man unbedingt was tun, für den Herrn Beder, für den Herrn Mühlbauer. Also Erna, wenn ich nur ein Minütchen Zeit hätte, dann würde ich mir diese sicher fabelhaften Verse noch zu Gemüte führen. Aber ich lese es heute noch, ja? Versprochen. Ich kann bei Vollmond sowieso nicht schlafen. Sie finden doch alleine. Jawohl, Herr Burgis. War mir eine große Freude. Ja, danke. You're so lazy, you drive me crazy, you take my money, you call me honey, you're so fine, you're mine, 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 nine, nine, nine. Was ist? Hörst du das nicht? Der Text ist ein Schwachsinn, der größte Schwachsinn, den ich überhaupt je in den Mund genommen hab. Und das will was heißen. Du bist ein Genie, Wolfi, Schätzchen. Super, das ist fetzig, das ist scharf wie eine Rasierklinge. Nein, das ist leiwand. Leiwand, ja, und Wolfgang. Ja. Ganz gut. Schau mal hier die Pressestimmen, Wolfi. Wolfgang. Ja, hier, Wolfgang Ambros, die Wiener Antwort auf Bruce Springsteen. Und hier, schau mal, hier, Ambros bekennt sich, weiter so, Wolfgang. Nur wenn du nicht aufgibst, hast du nicht verloren. Nein, es ist süß, das Foto. Was ist das? Ah, das ist ein Schmoren. Würde ich nicht sagen. Also, pass auf, wir versuchen jetzt ganz was anderes. Meine Herren. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Jetzt passt's auf. Verlorene Liebe. Das Herz bitterkalt. Zugriff verweigert, alle Systeme halt. Lesefehlerlaufwerk, Fehler in Datei, verlorene Liebe, alles aus und vorbei. Völlig gebrochen, nie wieder froh, Eingabe fehlerhaft, Stack Overflow, never. Host not responding. Auf und davon. Völlig gebrochen. Printer needs attention. Und jetzt Refrain, pass auf. Error, error. Fehler im Programm. Na, 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 na. Jawohl, so ist es. Super, bitte. Wer schreibt solche Sachen? Ich hab's von der Erna. Von der Erna. Wer, Erna? Ach so, ist wurscht, wurscht. Ich muss die kennenlernen. Augenblicklich, ja? Okay, Wolferl, ich organisiere das. Hier, Maria, die Titelblattentwürfe. Für den Einband. Halt's nicht. Schön. Bisschen kitschig.
Maria. Aber das ist doch hübsch mit dem Kind. Das müssen wir alles in aller Ruhe gemeinsam entscheiden. Ja? So, und hier, Maria, alles Korrespondenzen über Vorabdruckrechte und Übersetzungen. Dupont, Paris. Nakasone, Tokio. Dauphanelle, Milano. Nur damit Sie sehen, wie sehr ich an Sie glaube. An mich oder an den Erfolg des Buches? Ja, ich liebe Bestseller. Und Ihnen ist ja einer aus der Maschine gehüpft. Ihnen ist etwas sehr Seltenes gelungen. Ein sehr ernstes Thema mit ganz leichter Hand aufzubereiten. Für mich ein kleines Wunder. Danke, Michael, danke. Aber ich hatte eine sehr schwere Auseinandersetzung mit meinem Mann. Ihr Mann ist eifersüchtig. Auf Ihre Arbeit. Und er hat keine Distanz. Vor allem zu sich selbst. Wenn im Buch ganz allgemein von Männern die Rede ist, dann sieht er nur sein angestrahltes Ego. Und das gefällt ihm auf einmal nicht mehr. Er ist einfach sehr verletzt. Wie schon meine Geschäftspartner öffentliche Lesungen halten und sich die Mäuler zerreißen. Die Tami sehe ich schon Spießruten laufen in der Schule. Aber was ist, habe ich nicht recht? Recht haben ist nicht alles im Leben, Florian. Wie meinst du das? Manchmal sind sich zwei uneins. Und letzten Endes hat dann jeder recht. Jeder auf seine Art. Du brauchst jetzt gar nicht den Vermittler spielen. Kann ich dir was helfen? Hey, was willst du denn helfen in deinem Anzug da? Die Maria hat dich doch nicht verletzen wollen. Ehrlich hat's halt sein wollen in ihrem Buch. Ehrlich? Warum hat sie mir dann nicht ehrlich gesagt, was sie von mir denkt? Vielleicht hast du es gar nicht hören wollen. Ergreifst jetzt ihre Partei? Manches wird ihr halt erst beim Schreiben klar geworden sein. Tja, so kann man's auch nennen. Und alles hinter meinem Rücken. Aber mich der Feigheit beschuldigen. Steht da wie ein Trottel. Im Moment ja. Also wenn ich so wenig wüsste, was meine Frau über mich denkt, ich tät schon ein bisschen ins Grübeln kommen. Der Mann, der ewig beleidigt ist. Ja, sag einmal, warum ziehst du dir denn jeden Schuh an? Weil er mir passt, so wie du mich beschreibst. Das ist ja das Raffinierte an deiner Geschichte. Ja, was bildest du dir denn eigentlich immer ein? Du bist doch nicht der Mittelpunkt der Welt. Maria, warum hast du nicht vorher mit mir geredet? Das ist doch... Darum geht's doch. Ich hab's doch versucht. 100 Mal hab ich's versucht. Aber beim ersten Wort warst du doch schon weg. Wenn den Kindern was fehlt, ja, wenn die einmal husten, da bist du da, da rennst du gleich. Aber wenn mir was fehlt, das merkst du ja meistens gar nicht. Merkst du denn immer, wenn's mir schlecht geht? Ja, wie denn, wann denn? Du verkriechst dich doch immer in deinen Keller. Manchmal weiß ich überhaupt nicht mehr, ob ich mit dir verheiratet bin oder mit deinen Computern. Reden wir jetzt über einen Roman oder reden wir... Oder über uns. Schön, dass du es endlich merkst. Es geht gar nicht um den Roman. Es geht um uns. Wie soll es jetzt weitergehen? Schlafzimmertür. Ja? Was liest denn da? Dr. Michael hat geschrieben, er hat noch ein paar Änderungswünsche. Magst du lesen? Nein, danke.
Maria, der Florian ist halt so, wie er ist. Und schließlich hat ja jeder von uns so seinen wunden Punkt. Und da geht's dann nimmer drum, wer recht hat. Da wird man dann bloß noch hart und stur. Und er ganz besonders. Ich weiß ja, wie empfindlich er ist, wie verletzbar, aber so. So habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Der Florian tät mich zwar schimpfen, aber ich will dir trotzdem einmal eine Geschichte von ihm erzählen. Da wird er so 14, 15 Jahre alt gewesen sein. Da hat er sich in eine Klassenkameradin verliebt und hat ihr Briefe geschrieben, so schwärmerische, unbeholfene Liebesbriefe. Und das Mädchen hat ihn auch immer recht freundlich und nett angelächelt, aber gesagt hat's nichts. Und er war natürlich viel zu schüchtern dazu, als dass er was gesagt hätte. Aber eines Tages, da waren sie gerade im Schullandheim, da hat sie dann seine Briefe abends im Schlafsaal laut vorgelesen, zum Gaudium von der ganzen Klasse. Das ist wirklich furchtbar. Kannst dir vorstellen, wie furchtbar das war. Dann sitzt das halt ganz tief, diese Angst. Ja, und da hilft auch kein gutes Zureden. Ich hab das nie geschafft. Seine Mutter schon eher. Schau, Maria, es ist nicht anders. Du wirst dich entscheiden müssen, was dir wichtiger ist. Entweder der Florian und die Familie oder dieses Buch und deine Karriere. Wenn das so einfach wäre. Beides zusammen, glaube ich, geht nicht. Aber wie du dich auch entscheidest, es muss für dich, vor allem für dich, richtig sein. Und nicht bloß für den Florian. Immer mal fragen wollte, Marlene. Denken Sie beim Entwerfen eigentlich an Männer? Sie meinen, ob ich daran denke, ob ich Frauen für Männer sexy mache? Keine Sekunde. Gehen Sie mit mir heute Abend essen? Wohin denn? Ich weiß, ein kleines Bistro. Am Montparnasse. Ich habe für 20 Uhr einen Tisch reservieren lassen. Und um 17.30 Uhr geht der Flieger. Ich mag Sie ja sehr gern, Wolfi, aber das wollen wir doch lieber lassen, hm? Tut mir leid. Sie sind einfach nicht mein Typ. Sind Sie das sicher? Toll, wirklich. Ausgezeichnet. Genau das, was ich mir von Ihnen erhofft hatte. Montag gehen wir in die Produktion. Wie bitte? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die nächste Igedo steht vor der Tür. Igedo? Sie wollen... Ich habe beschlossen, Sie ganz groß rauszubringen. Was dagegen? Nein. Es wirkt alles irgendwie langweilig. Ohne Esprit, ohne den nötigen Kick. Dieser Hosenanzug soll wohl lässig wirken. Ist aber unweiblich. Dieses Abendkleid, ja, da sind Sie ganz schön auf Nummer sicher gegangen. Ich meine, das ist Marlene von Brandau. Aber die von vor 2 Jahren. Nichts gegen zeitlose Klassik, aber wenn sie nur eine Ausrede für Fantasielosigkeit ist. Die raffinierten Details sind nicht wohl entgangen. Durchaus nicht. Wissen Sie was? Vergessen wir doch das Ganze. Hm? Sagen wir einfach, Sie hatten einen schlechten Tag. Macht ja nichts. Sie setzen sich noch mal hin und machen etwas ganz anderes. Vertragen Sie keine Kritik? Ehrlich gesagt, Wolfi, ich hätte Sie für souveräner gehalten. Ja? Inwiefern? Der verwundete Mann und sein gekränktes Ego. Wenn Sie wüssten, wie oft ich die Nummer schon erlebt habe. Interessant.
Ich weiß noch nicht, was das mit mir zu tun haben soll. Ach, wirklich nicht? Dann sind Sie noch dümmer, als ich dachte. Ja, sehr gut. Die Mittagsmaschine kriege ich noch. Wissen Sie, in London erwartet man mich schon. Die Rechnung schicke ich Ihnen. Bye, bye, Wolfi. Hört mal alle her. Die Produktion wird sofort gestoppt. Es sind aber erst 4 Modellkleider fertig. 4? Und das genügt. Aber nicht für die Modenschau. Voilà, hier ist die neue Kollektion. Ich bitte Sie sofort mit der Anfertigung zu beginnen. Wir arbeiten in 2 Schichten rund um die Uhr. Danke. Ihr habt's gehört, Mädels. Also, mein lieber Freund, was du da geschaffen hast, ist grenzgenial. Du wirst dich also hinsetzen und dichten, bis die Finger rauchen. Ja. Nicht wahr? Und erscheinen lassen wir das Ganze dann unter dem ebenfalls genialen Gruppennamen Megabyte. Das ist einsame Spitze. Na, habe ich dir zu viel versprochen, Wolferschätzchen? Wolfgang, bitte. Das kommt davon, Erna. Aber bitte kein Wort zu den Behringers. Nein, Herr Bietek, kein Wort, kein Wort. Erna. Oh. Es hat geklappt. Sie sind verrückt, Maria. Vollkommen verrückt. Alles hinschmeißen, nur ihrem Mann zuliebe. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Nein, Leonard, der Roman wird nicht erscheinen und die Entscheidung ist jetzt wirklich endgültig. Ach, Unsinn. Das würden Sie Ihr Leben lang bereuen. Damit ist Ihr Mann auch nicht gedient. Meine Ehe ist mir wichtiger und er hat ja recht, ich bin ja wirklich zu weit gegangen. Was geht es die Leute an, was sich zwischen ihm und mir abspielt? Das Moment. Moment. Im Bad. Direkt neben deiner Antifaltencreme. Umwerfend. Übrigens, herzlichen Dank, dass du zur Modenschau mitkommst. Ich weiß es zu schätzen. Wenn du glaubst, dass ich für euch den Klakör spiele, hast du dich gewaltig geschnitten. Hilfst du mir mal? Das verlangt ja keiner von dir. Ich hoffe nur, Marlenes Kleider deprimieren dich nicht zu sehr. Sie sind extra klasse. Genau wie du. Ich muss los. Du gehst nicht mit mir? Nein, ich gehe mit Schmiedinger. Mit Schmiedinger? Habe ich dir nicht erzählt, dass ich für ihn eine neue Kollektion entworfen habe? Bitte was? Bei seiner nächsten Modenschau wird er mich ganz groß rausbringen. Tschüss. Das ist der Traum in Blau von Marlene von Brandau. Nun, meine Damen und Herren, der Höhepunkt des heutigen Abends. Der ideale Dress für die undressierte Frau. 3 Modelle, ebenfalls aus dem Hause Wolfgruber, schön und wild. Und hier der Meister selbst. Danke, meine Damen und Herren, danke sehr. Ich darf Ihnen jetzt eine junge, begabte Designerin vorstellen, die Schöpferin dieser Modelle, Alexandra Behringer.
Okay, okay. Ich bekenne mich schuldig. Trotz und Rachegefühle können zu Höchstleistungen treiben, ne? Du und deine Sprüche, darin bist du übergeben. Und deshalb habe ich dich doch mit Marlene provoziert. Wusste doch, dass du vor lauter Wut gleich zur Konkurrenz gehen würdest. Ja, du weißt immer alles, nicht? Ja. Die Frage war nur, zu wem? Ich meine, ich kenne sie alle, aber Schmiedinger kenne ich am besten. Du hast es mir leicht gemacht. Er hat mich sofort angerufen und ich habe ihn gebeten, auf meine Kosten mitzumachen. Ach ja, Marlene. Sie hat auch mitgemacht. Und zwar so perfekt, dass ich beinahe selbst darauf reingefallen wäre. Sie ist abgereist. Und jetzt kann ich es dir sagen. Ihre Entwürfe waren nur halb so gut wie deine. Ist das deine ehrliche Meinung? Maria, setz dich im Moment. Arbeitest du heute gar nicht? Maria, veröffentliche das Buch. Wie bitte? Du meinst, du bist einverstanden? So wie es ist? So wie es ist. Ja, aber... Du hast ja in vielen Dingen recht. Das ist übrigens ausgezeichnet geschrieben, habe ich dir das schon gesagt? Das hast du nicht gesagt. Ich habe noch was für dich. Eva Bergmann, meine glückliche Familie. Du bist doch am besten, dann gibt's keine Missverständnisse. Ich hab mich benommen wie ein... Ich auch. Ich auch. Los, schnell! Schalten Sie ein, Herr Bäder! Die Einheit ist voll. Stören wir? Ja. Ja! Sie, da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Was ist denn das? Das ist vom Herrn Bäder. Ja, aber nur der Text. Nur Bitterkeit. Print out a paper. Keinen Liebesbrief. Cannot copy file. Die Geister, die ich rief. Gefühlen. Niemand weiß, woher sie kam. Error, Error. Vor Schmerz und Liebe treu. Kein Platz für weitere Programme. Die Einheit ist voll. Genug davon, die Einheit ist voll.